Collectible Painting. Ist das der Wurm noch? Ich weiß es nicht. Es sieht wie der Wurm aus. Es könnte der Wurm sein. Naja. So. Na, großer. Ui. Ich würde gerne noch mal sehen, ob da tatsächlich... Ja, es sind nur Felsen. Voll der Nussknacker. Fuck. Nein. Das war dumm. Das war so richtig dumm. Einfach runtergelaufen. Ich habe aber die Erfahrung noch, oder? Ja, ich muss mich nicht nochmal von ihm zermalmen lassen. Böser. Böser Dino. Was auch immer der hier treibt. Okay, da oben ist rutschig. Die große Frage ist... Alter, schleudert der mich da raus? Oh, ich will nochmal geschleudert werden. Komm. Och man, jetzt geht's nicht mehr. So, Speicherpunkt ist meins. Kann ich mich jetzt darum kümmern. Okay, einer ist noch übrig. Der ist mir dann tatsächlich jetzt sogar... Also ich glaube, ich kann mir allmählich den Luxus gönnen, dass mir... Ey, dass mir Erfahrungsfläschchen egal sein können. Ich meine, ich weiß ja eh nicht, was ich skillen will. Aber ich höre hier... Da ist der Penner. Ich muss mal meine neuen Eispfeile ausprobieren. Oh, das war ein Skillshot. Echt viel aus, die Dinger. Oh, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Stirb. Da sehe ich doch aus der Ferne schon einen Schildkandidaten. Ich weiß nicht, ob der sich von Eisfallen beeindrucken lässt. Kann ich das bewegen? Hebel benutzen. Benutze ich den mal? Tschüss. War nett. Au. Aha. So. Kann ich mich jetzt darum kümmern, die Erfahrung da oben abzusahnen. Auch wenn ich sie nicht brauche. Hält da irgendwas?
Okay. Das schon mal nicht. Weil der Lift. Es könnten jetzt so Multiplayer-Sachen sein, wo es im Multiplayer spielen muss, weil theoretisch muss einer den Lift festhalten und der andere bauen. Weil so schnell bin ich nicht. Die beiden da, an die könnte ich noch rankommen, aber da hoch müsste ich irgendwie in Ruhe bauen können. Und das. Ja, hier, die beiden kriege ich noch. Aber ich habe ja kaum Zeit, eine Planke zu setzen, von daher. Ja, erstmal voll in den Abgrund springen. Checkpoint. So. Hier ist noch ein Aufzug. Und es scheint ganz schön zu stimmen hier. Ups. Weißt du was? Komm, ich ziehe einfach den Hebel. Ja, ich ziehe einfach den Hebel. Kann sie nicht hier. Ah, da ist eine Steinplatte drunter. Okay, kann sie nicht. Aber ich weiß, was ich hier machen kann. Doch nur. Ach komm. Leck mich doch. Okay. Okay. Perfekt. Wunderbar. Zwei einfach. Sehr schön. Das mit den Plattformen ist irgendwie, ich weiß nicht. Es fühlt sich immer wie Cheating an. Och nö, nicht noch ein. Get back, you devil imps. Das war die beste Schnellreaktion, die ich je gesehen habe. Also da muss ich mir echt einen Preis für geben. Okay, ich muss die erst bekämpfen. Verdammte Drachen. Okay, das war auch nicht so wirklich gut. Na gut, der Hammer macht ordentlich Schaden, wenn man ihn wirft. Diese Dinger spucken auch, bis man tot ist. So. Hier, friss. Friss meine Eispfeile. Ich glaube, die Eispfeile sind gegen den Feuerdrachen irgendwie besser. Also, wenn es überhaupt ein Drachen ist. Der zielt auch so genau. Da kann eigentlich man sich nur mit dem Schild gegen wehren. Okay, der Hammer ist mega effektiv gegen die Dinger. Ich möchte jetzt nicht runterlaufen wieder. Ich hoffe, das waren alle. Ich habe keine Lust auf noch mehr Drachen. Och nö, Eisbälle. Okay, habe ich geschafft. Speicherpunkt. Und ein Wasserrad. Würde mich hier direkt interessieren, kann ich hier abtauchen? Ja. Hier ist eine Wand. Wow.
Okay. It's freezing. Da hast du recht. Aber it's auch XP-ing. EXP-ing. Yay. Okay, ein Punkt, eine Fähigkeit. Monster schweben lassen. Das, keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren, weil es da ist. Ich weiß auch nicht, wie lange es geht, deswegen gebe ich die Punkte jetzt sofort aus. Nicht, dass die dann spare und gar nicht mehr verwenden kann. Ja, du kannst doch mit deinen Eispfeilen genau Plattformen da reinmachen. Okay. Du müsstest. Ne. Perfekt. Jetzt habe ich das Wasserrad ausgestellt. Das war nicht so gut. Schön. Ich bin mir noch nicht sicher, was mir das jetzt bringt. Aber irgendwas bestimmt. Ja, theoretisch müsste ich jetzt ja nur noch es nur noch hinkriegen, da hochzukommen. Aber Theorie und Praxis sind leider ein bisschen weit auseinander. Ich kann auf jeden Fall hier das Wasser einfrieren. Das bringt mir nun leider nichts. Kann der die Dinger? Nee. Sie müsste tiefer sein irgendwie. Okay. Ich hinterfrag einfach mal nicht, dass es hält. Ist natürlich auch interessant so. Das müsste ich doch eigentlich schaffen von der. Insofern sie nicht 30 Kilometer weit weg schwimmt, müsste ich da so doch drauf kommen. Und dann komme ich hoch. Ja. Ja. Wunderbar, ich baue mir hier eigene Brücken. Und wir haben einen Minenwagen. Und was auch immer das ist, ich glaube, ich will's weghaben. Ach, das ist die Schienenverbindung. Ah, okay. Na dann, ist letztes Mal auch schon sehr gut ausgegangen. Ach, da ist wieder so ein Typ mit denen, der war in dem Gefängnis. Reicht dir der. Ach, man muss es gedrückt halten. Muss mich ja noch anstrengen beim Kartfahren. Und Durchbruch. Richtiger Durchbruch. Hi Leute. Na, was geht? Nö, jetzt nicht auch noch du.
Okay, den haben wir weg. Und für den hier habe ich meinen besonderen Hammer. Okay, der Hammer im Wurf one-hitted die Biester. Das muss ich mir merken. Der macht scheinbar unglaublich viel Schaden. Was ich ziemlich gut finde. Die haben es auch mit diesen Drehdingern hier. So, meins. Die große Preisfrage ist, wo muss ich eigentlich hin? Okay. Ach, guck mal, da füllt sich was Grünes auf. Was bringt mir das? Ich dachte, man wird da jetzt den Ultra-Auftrieb kriegen, aber irgendwie... Ich habe eine Idee, ich muss es blockieren und irgendwie... Wahrscheinlich da drunter muss man. Also ich lade es jetzt noch einmal auf und stelle mich... Okay. Tja. Also was mir jetzt noch einfallen würde, ist, dass man... Was soll es mir bringen, Wind nach unten zu pusten? Was bringt mir das jetzt? Darunter komme ich auch nicht. Es muss da hochgehen. Ich mache hier mal... Okay. Ich springe da garantiert nicht nochmal runter und ziehe das Ding nochmal auf. Also nee. Also auch wenn da Erfahrung ist. Klopfen wir mal hier an die Tür. Was ist das für ein... Was ist das für ein Haus? Es ist so still in diesem Haus. Das ist nicht gut. This machine will do. It's got metal wings. Doesn't look exactly operational. Not yet. Let's see if we can do something about that. Was soll dieses Ding denn? Ach, hier, das ist so ein Schussgerät. Wir haben hier einen Propeller. Muss ich das jetzt selber bauen? Wir haben Flügel, die heben und senken sich. Wir haben eine Pflanze, die auf ein Sägerad zielt. Und wir haben das Ding da. Ich hole mir, glaube ich, erstmal den anderen Propeller mehr. Fällt mir aktuell nicht ein. Sollte vielleicht die weniger explosiven Schüsse nehmen. Verdammt. Nein. Ich glaube, das reicht, dass da keine
sagen, ich glaube, das reicht, dass da keine Scheiße durchkommt. Fuck. Okay. Und was werden... Okay, das war jetzt selten dämlich. Ich wollte gerade fragen, von was werden die Dinger denn eigentlich da durchgetrieben? So. Jetzt ist hier mal Ruhe. Okay, wir haben einen Propeller gewonnen. Wir haben einen Schalter, was machst du? Gibst mir eine Kiste. Okay. Das ist so weit so schön. Ich habe einen zweiten Propeller. Hm. Hätte ich das Gefühl. Da drauf so. Glaub, da müssen die hin. Ah. Okay. Nummer 2. Und es dreht sich. Und, ja, ist die sicherste Flugmaschine der Welt. Let's set the course towards the legendary Cloudy Isles. I've always wanted to see them. Flying with engineering? This is just unnatural. What's going to stop us from falling to our deaths? Oh, Margaret. Die Eule da unten. While the heroes were flying towards the Cloudy Isles, Wheeze's minions were quite concerned about a mysterious aura of light that had appeared out of nowhere. It was now shrouding the kidnapped Margaret like the light of the ancient Crone Mother who appeared on Earth to punish naughty goblins. According to old goblin legends. What? Mysterious aura of light. Na, okay. Ja, also die Margaret hat ja sowieso einen Schlag schräg. Oh, jetzt sogar bildlich nochmal. Afraid of it? Who are? Everyone are, Kingy. What if it smites us? It's a trick. Get over it. And the machine? It is ready. It'll breach the town walls and the castle. Good. Nothing can stop us now. I told you I should have taken the wheel. How are we supposed to get back down now? Let's worry about that after we've ended this goblin menace. Best foot forward? Hm. Natürlich gegen einen Baum geflogen. Was auch sonst. Aber ich glaube, wir werden hier Hobbits sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab gehört, ich will eine Zweithütte. So, hier, Speicherpunkt. Ist der aktiv? Ich glaube, der ist aktiv. Denn ich werde jetzt hier eine Aufnahmepause machen, weil ich eine Aufnahmepause machen muss. Es wird gerade schon wieder hell, es ist nachts und mein Schlafrhythmus ist kaputt, nicht wundern. Es gehört so. Deswegen halte ich noch ein bisschen die Füße von allen dreien in den Bach und ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.